gerechnet mit Kyra. Ich habe hier gerade eine Quest gefunden und irgendwas wurde erzählt von, ey, Kultisten, die auch meine Familie und gesucht haben und so. Wir sind wegen den Auftrag hier, kümmern wir uns darum. Gut, dass wir hier sind. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Siehst du, Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Podarkat scheint ein grausamer Mann zu sein. Schlimmer noch, ich hörte von einer Familie, die mit den Abgaben für die Götter im Rückstand war. Podarkes schickte seine Männer und raubte die Kinder aus ihren Betten. Als ihre Eltern aufstanden, um die Tiere zu füttern, bemerkten sie, dass die Tiere bereits gefüttert wurden mit den Leichen ihrer Söhne. Oh, Alter. Je eher ich dieses Monster zu Hades schicke, desto besser. Sogar Hades würde vor ihm erschaudern. Boah, okay, das ist krank. Es ist, nett hier. Diese Inseln haben eine Riesengeschichte. Wir haben keine Zeit, Barnabas. Ich meinte, Mykonos hat tatsächlich eine Geschichte, die mit Riesen zu tun hat. Apollon war einst mit Hyperboreern aus dem verschneiten Norden befreundet. Eines Tages schickten sie zwei Jungfrauen und fünf ihrer Männer nach Delos, um dem Sohn des Zeus zu opfern. Sie wurden nie wieder gesehen. Und Mykonos? Die Insel besteht aus den Leichen der Riesen, die der legendäre Herakles erschlagen hat. Okay. Ich werde vergesslich. Was stand noch gleich in der Nachricht? Söldner mit dem Arm. Die Kurzfassung, bitte. Podarkes, grausamer Herrscher, machtgierig, gute Bezahlung, Rebellen, das Volk leidet. Das war eine gute Kurzfassung. Ich sollte erstmal diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kephallenia. Und es war vor allem deine Schuld. Haha, Chere, Alexios. Chere, Barnabas. Gut, dann gehen wir los. Und töten diesen Typen, der irgendwas hier zu tun hat. So, wir sind jetzt auf Mykonos, okay. Wird ihr auch hier die Sache sein? Mykonos. Mi. Vielleicht auch hier. Aufträge. Kopfgelder. Hä? Banditen aus, finde und töte. Okay. Wo ist diese Quest? Also, es gab's einmal irgendwas unter der Erde. So. Ja, aber irgendwo muss es doch sein. Nee, hier ist es nicht. Hä, wo sind denn die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, super. Na gut, wir gehen jetzt erstmal zur Höhle und dann gucken wir weiter. Wir werden ja sicherlich was drin finden. Ja, so gesehen kann ich jetzt auch sagen, wir kommen zu einer weiteren Folge. Das hätte ich nicht erwartet. Ach komm, Alexios.
Geh doch da einfach. Bist du blöd? Hä? So, dann hier. Wir können uns das nicht leisten. Wir sind ein paar blöde Leute. Oh, wir haben einen Rang verloren. Das ist schön. Aber den haben wir nicht mal lange. Also den haben wir nicht lange weg, wenn wir gleich wiederkommen. Wenn wir gleich ein bisschen gemordet haben, wie immer. Oh ja. Oh. Da ist das Rebellenversteck. Hella! Blöd ist nur, dass da oben jemand... Und vor uns? Nee, da oben. Zwei rumlaufen. So. Gehen wir mal zum Rebellenversteck. Bitte, der Söldner kommt jetzt nicht rein und tötet einfach die Rebellen. Ich habe ganz ungutes Gefühl. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Jupp. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, also nicht mit der Höhle. Ich habe mehr ein ungutes Gefühl mit den Söldnern, die hier gleich reinkommen könnten. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Verfehlt. Willst du spionieren, Athena? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. Ich bin kein Spion. Sehe ich etwa aus wie ein Spion? Hodarkis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Wieder ein Flashback. Ich glaube, ich mache mich da mal ganz kurz stumm. Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich tauchst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist der Söldner mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athena-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Du hast von Podarkis geschrieben. Ich werde ihn finden. Sein Haus ist an der Küste, nördlich der Stadt Mykonos. Aber er wird schwer bewacht. Wir sind nie ohne schwere Verluste auch nur in seine Nähe gekommen. Deshalb habe ich dich gerufen. Ah, damit ich die Drecksarbeit machen kann, wie immer. Ich dachte, Delos sei das Herz des Delisch-Attischen Seebundes. Athens ganzer Stolz. Waren wir. Bis Athen die Seebundkasse von Delos fortschaffen ließ. Wieso? Um eine Statue von Athena zu bauen, die Apollon beleidigt. Das Volk hat Podarkis angefleht, den Schatz nicht den Athenern anzuvertrauen. Doch seine Machtgier hat ihn für die Wünsche des Volkes taub gemacht. Na gut. So. Wenn es so miserabel läuft, warum verlässt Delos den Seebund dann nicht? Podarkis schickt Athena Soldaten, um Geld von uns einzutreiben. Sobald kein Geld mehr fließt, machen Athenas Schiffe unsere Insel dem Erdboden gleich. Gut, dann. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an den mächtigen Alexios gewandt, sondern auch an Sparta.
Hodakes hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athenas Soldaten angreifen. Malaka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, super, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athena zu töten, bist du der Betrunkene. Gut, dann machen wir es halt zusammen. Lauf. So. Müssen wir halt ein paar Athena loswerden. Macht ja kein Problem. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner. Gut. Muss noch vorher gleich Pfeile machen, weil das wird natürlich jetzt ein schönes Gemetzel. So. Ich wollte doch eigentlich nur die Quest machen, damit ich da ein bisschen mehr Erfahrung kriege. Ich bin jetzt sogar Level 28 schon. Also ich habe schon sehr viel gemacht. Aber ich möchte natürlich eigentlich Level 30 werden, damit ich bei der Story weitermachen kann. So. Ich habe jetzt auch einen besseren Bogen. Ich nutze den mal. Ich weiß aber noch nicht, ob ich vielleicht sonst einfach gucke, ob ich den anderen Bogen upgrade. Jetzt kommt er auch auf einmal. So, 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 so. Hä? Wer hat mich beschossen? Oh oh. So. Zack, zack, zack. Und tot. Zack. Zack. Oh, wow, 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 wow. Alles mit der Ruhe. Oh nein, das meinte ich. Genau das Problem meinte ich. Ich dachte, es würde Probleme mit ihm geben. Der lässt mich nicht einfach so los. Aber er ist gleichlevelig, das heißt, ich kann gut Schaden austeilen. So, so, so. Ich muss den anderen mal ganz gut loswerden. Okay, ich mach mal ganz kurz eine andere Fähigkeit. Oh, nein, 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 nein. So, so. Ey, man muss das besser machen können, dass man halt viel besser switchen kann. Nicht in diesem Schnellmenü. So, so, oh. Zack, der gehört mir. So, 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 so. So. Ja, jetzt kann ich eigentlich Blut gar nichts mehr machen. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Nope. Nicht noch einer. Und der ist. Ja, okay, ist auch. Hat die sich jetzt wieder geheilt? Die Blöde. So. So, 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 so. Oh. Nein! Lass mich doch mal in Ruhe! Helfen wir? Ja, nein, das ist nur noch ein weiterer Söldner. Ich denke so, ja, Hilfe kommt! Und dann, dann war's das. Also, ich meine.
Das war wieder Hilfeproblem. Was? Ihr steht da einfach nur so und lässt. Ich bin die einzige. Oh, wow, okay, jetzt war es knapp. Jetzt war es knapp. So. So. Ja, jetzt hilft ihr. Lass mich doch mal in Ruhe. Nein. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's richtig witzig. So. Nummer 1 ist tot. Und kriegt von mir natürlich das abgenommen. Oh, verdammt. Oh, das war's wieder. So. Oh, wow, 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 wow. Sandwich Sie. Oh, oh. Ja. Scheiße. So. Und so. Und tot. So. Oh, nein, nein, nein. Zack, 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 zack. Ah, das passiert auch nur mir. So. Gut. Geht's weiter. Ah, gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiat? Ich komme nicht aus Sparta. Früher war ich Sparta. Das war ich. Aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremder. Wie heißt du? Das ist Alexios. Ich habe dir von ihm erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und... Alle sterben. Der Krieg trifft uns alle. Der Krieg trifft uns alle. Wir alle haben Freunde im Krieg verloren. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athena Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Ich komme mit. Vergeuden wir keine Zeit. Wir gehen jetzt zum Versteck. Wäre ich jetzt hin teleportiert? Oh, das wäre nice. Das wäre richtig gut. Kann ich mir den Weg sparen. So. Wie lange bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Alexios, was glaubst du, was wir tun sollten? Kyra hat recht. Wir müssen strategisch vorgehen. Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Hierher zu kommen war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht!
Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Spartaner. Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Alexios. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkes vorgehen. Okay. Ja, ich sage es, Steve, wir haben schon... Das wird eine lange Rebellion werden. Ja, das wird es. Wir hatten schon mal das Problem, als wir nicht strategisch vorgingen, dass wir den einen oder anderen verloren haben. So. Wo ist denn diese neue Quest? Da. Gut. Oh, warte mal. Nee, wir sollten... Wir sollten eigentlich... Wir haben viel zu viele Quests. Kyras Chaos. Ach ja, viel zu viele Quests und wir haben... Nice. Das sieht cool aus. Und es geht hier auch noch... Hier geht's raus? Oder war... Ja. Boah, das war aber ein cooler Gang. Ach hier, bei Höhlen. Hier im Wasser. Hallo, da kannst du doch locker hochlaufen. Sag nicht, wir sind hier jetzt... Umsonst, nee, jetzt sind wir nicht, okay. Gut, dann weißt du ja auch den einen Geheimeingang. Vielleicht ganz gut zu wissen. Alexios, wie schön, dass du da bist. Schön, dass du nicht wieder ein Messer auf mich wirfst. Ich weiß, du kommst von so weit her und ich bin so grausam zu dir. Tja, du warst nicht die Erste und ganz bestimmt wirst du nicht die Letzte gewesen sein. Wir Delia sind ein nettes Volk. Oder wir waren es zumindest. Vor ihm. Podarkes. Dieser Mann jagt mich schon mein ganzes Leben. Ich werde auch verfolgt. Ich hätte ihn längst umgebracht. Podarkes und andere wie er wollen mich und meine Familie töten. Er ließ meine Familie hinrichten, als ich noch sehr klein war. Ich lebte auf der Straße, wurde von Jägern, Kriegern und Söldnern wie dir erzogen. Die sind jetzt meine Familie. Und eines Tages schieße ich einen Pfeil in sein schwarzes Herz. Einen für jede delische Familie, die er zerstört hat. Dann lass uns diesen Jäger zum Gejagten machen. Und was machen wir mit seinen Wachen? Soldaten brauchen zwei Dinge. Ein Schwert in der Hand und Essen im Bauch. Nimm ihnen beides und das Problem ist gelöst. Die Kundschafter haben berichtet, dass Podarkes Vorräte und Waffen in den Ruinen auf Delos gelagert werden. Ich zerstöre sie. Ich gehe nach Delos, finde die Lager und werde sie zerstören. So, na klar, muss ich das eben machen. Einfach mal eben hinten nach Delos und ein bisschen rumtöten. Das Übliche halt. So. Gut. Bin froh, jetzt bin ich auch froh, dass wir schon so viele Orte haben. Dass wir jetzt nicht auch noch überall hinfahren müssen, sondern einfach nur teleportieren müssen. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Die Künthers-Ruinen. Dort werde ich Podarkes Waffen und die Vorräte finden.
Oh ja, da schleichen wir nicht an. Das ist hier. Lol. Geld. So. Ich guck gerade nur um die Ecke. Ja, da hinten wäre einer. Das wäre sogar der Anführer. Yay. Bitte sag nicht, jeder hat das gesehen und gehört. Alter. Das hätte komplett anders ausgehen können. So. Eins. So. Hier. Und hier. Genauso wie da. War es das erstmal? Ja. Gut, dann mache ich die erstmal weg. Nachdem ich den Schatz hier genommen habe. Schatz habe ich zumindest schon mal erledigt. So. Ja. Dass Rebellieren so viel Spaß machen kann. Oh oh. Nee, tu ich nicht, denn du wirst jetzt hier der sein, der Hades grüßen kann. So, der gehört mir. Hä? Ach stimmt, weil es so ein großer, blöder Schild war. Ich hasse diese Schilde. Oh, nein. Ich hasse diese Schilde. So, dann nehmen wir dich. Zack. So. Nein, 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 nein. Lass das bitte mal sein. Ach komm, jetzt hast du meinen Auftritt versorgt. Nein, 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 nein. Und du bist jetzt auch tot. So, der gehört mir und das gehört dir. So. Boah, wie viele Leute man tötet. Ey, das ist doch nicht normal. Eine Vorratskiste. Ich sollte oh, das ganze Zelt brennt nieder. Keine Vorräte, keine Kampfmoral. So. Vodakis Truppen werden hilflos sein. Jupp, und wir werden natürlich hier weitermachen. Das sollte reichen. Ja. Kämen wir mal zu ihr zurück. Sie befindet sich... Hä? Wo ist denn jetzt der Marker? Auf welche Richtung? Oh nein, wir sind immer auf dem Lager, deswegen können wir uns noch nicht synchronisieren. So, jetzt aber. Na, es macht Spaß, ne? Der Rebellion zu helfen mal wieder. So. Ich frag mich, ob die dich wundern, dass da ein paar Artefakte fehlen.
Gut, Leute, aber ich würde erstmal sagen, das war's mit der Folge. Hoffen, hätte es euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.